Warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Nenne mir nur einen Grund, warum ich hätte drin bleiben sollen. An Gott und an unseren Herrn Jesus Christus glauben kann ich auch so, ohne Mitglied in einer sogenannten Glaubensgemeinschaft sein zu müssen, die andere Menschen diskreditiert, weil ihre spirituelle Einstellung eine andere ist. Wie soll ich einer solchen Glaubensgemeinschaft dann abnehmen, dass Menschen unterschiedlicher Geisteshaltung den Zugang zu ihren Räumlichkeiten verwehrt bekommen, obwohl in ihren Statuten von offenen Häusern geschwafelt wird? Die Kirche wäre nicht Kirche, wenn sie nicht über alle Jahrhunderte die Menschen mit ihren unsinnigen Statuten gegeißelt hätte. Die Kirche wäre nicht Kirche, wenn sie nicht mit Angst anstatt Liebe die Menschen in ihren Bann gezogen hätte. All ihr Humanismus baut auf den Säulen von Geben und Nehmen und nicht auf uneigennützige Liebe. Warum soll ich daher weiter mit meinem Geld, mit meinen Steuern ein Institut unterstützen, das mir selbst den Arbeitsplatz verweigerte, den ich mir aus sozialen und humanistischen Gründen aussuchte? Neben all den durchaus irdischen Gründen, aus der Kirche auszutreten, muss ich erkennen, dass derart Glaubensgemeinschaften weit weg von den Erkenntnissen sind, die ich inzwischen aufgrund eigener spiritueller Erfahrungen gemacht habe. Das Leben nach dem Tod ist für mich nicht nur bloßes Lippenbekenntnis, sondern eine Erfahrung, die ich sehr frühkindlich gemacht habe. Durch ein eigenes Nahtoderlebnis und den Erkenntnissen als erwachsener Mensch mit Transkommunikation konnte ich mich von der anderen Realität überzeugen. Das Leben danach wurde anders als das Leben davor. Die Evidenz des Schöpfers zu spüren ist anders als nur darüber zu lesen. Die Evidenz des Schöpfers all seiner Liebe auch zur anfänglichen Unvollkommenheit und dennoch als Prozess eines schöpferischen Vorgangs, der zum Bewusstsein einer vollkommenen, transzendenten Wesenheit, die ewiglich, immer, ohne die Begrenzung von Zeit und Raum existiert, ist eine Erfahrung, der ich bewusst beiwohne. Die Erkenntnis, dass Sprache allein Mittel zum Zweck ist, aber nicht in der Lage ist, den Zweck selbst zu erklären, da die Ganzheit des Menschen mit all seinen Sinnen und Übersinnen in Sphären hineinreicht, die das heutige Bewusstsein sprengt, und mit keiner Wissenschaft der Welt erklärlich ist, lässt mich weiter forschen, lässt mich zweifeln an der Welt, die mir durch Kirche und Staat, und durch die sogenannte Wissenschaft vermittelt wird. Das Leben in Grenzen und Bahnen, das Leben in Richtungen und einseitigen Beziehungen widerspricht den Erkenntnissen der Quantenphysik, jener Richtung innerhalb der Wissenschaft, die Gott am ähnlichsten zu beschreiben sucht, da die Unbestimmtheit der beobachteten Faktoren nur vom Betrachter abhängig sind, sich einer jeden Wiederholung entziehen, keinem Plan folgen, und nur dann in unserer Realität auftauchen, wenn der Betrachter ihnen ein Gesicht gegeben hat. Dieses Gesicht wird in Gänze und unzweifelhaft dann bestehen, wenn es in uneigennütziger Liebe durch Gottes Schöpferkraft betrachtet wurde. Hartmut Alt.